Okay, wir haben folgende Aufgabe zu rechnen. Wir sollen bestimmen, ab wann, also wie lange ein Mensch sich in einem 20 Kubikmeter großen Raum aufhalten kann, wenn Erstickungsgefahr besteht ab einer Volumenkonzentration von CO2 von 5%. Das heißt, wie lange es dauert, bis ein Mensch einen Kubikmeter CO2 in einem komplett CO2-freien Raum erzeugt hat. Ein Mensch produziert in 10 Minuten 5 Gramm CO2 und nimmt in derselben Zeit ungefähr dasselbe Volumen an Sauerstoff auf. Die Voraussetzungen sind eine Temperatur von 15 Grad Celsius und das sind ungefähr 200, oder das sind genau 288,15 Kelvin und ein Druck von 1013 Millibar. Das heißt, das erste, was wir machen, ist, wir berechnen uns, welches Volumen wir halt pro 10 Minuten an CO2 erzeugen in diesem Raum. Das heißt, wir nehmen die Gleichung P mal V ist gleich N mal R mal T. Stellen die nach V um. Also N mal R mal T geteilt durch P. Ersetzen N, weil wie wir wissen, ist N gleich Masse durch molare Masse. Das ersetzen wir da. So haben wir hier stehen, unsere Masse mal R mal T geteilt durch die molare Masse mal den Druck. In die Gleichung setzen wir jetzt ein. Das heißt, unsere Masse sind die 5 Gramm, die in den 10 Minuten entstehen. Für R setze ich 0,08314 ein. Damit bekomme ich nachher mein Ergebnis in Kubikmetern, also mein Volumen in Kubikmetern. Temperatur sind 288,15 Kelvin. Die molare Masse von CO2 ist ungefähr 44 Gramm pro Mol und der Druck sind halt 1013 Millibar. Dementsprechend kriegen wir hier unten ein Volumen von 0,002687 Kubikmeter raus. Und jetzt machen wir noch einen einfachen Dreisatz. Wir sagen, wenn 0,00 2,687 Kubikmeter CO2 in 10 Minuten entstehen. Wie viel entstehen dann, also wie lange dauert es dann, bis ein Kubikmeter CO2 entstanden ist? Das sind x Minuten. Und ja, das sind dann 3.721,5 Minuten ungefähr, was umgerechnet 62,03 Stunden entspricht. Das ist die Lösung. Ein Mensch kann sich maximal 62,03 Stunden in einem Raum aufhalten, der komplett, also in einem 20 Kubikmeter großen Raum aufhalten, der komplett frei von CO2 ist.